Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Breath of the Wild in Kakariko. Es regnet. Warum regnet es denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich werde klitschnass bis auf die Unterhose, Mensch. Ein bisschen feucht im Schritt. Hm? Was? Ja, ja, wir sind hier in Kakariko angekommen letztes Mal, nicht? Das ist traumhaft. Endlich mal richtig schön Zivilisation, endlich mal ein Dorf, endlich mal Menschen. Und ein Tempel? Ist der etwa mitten im Dorf? Dann gucken wir uns doch einfach mal im Dörfchen um, würde ich mal sagen. Da ist dann auch die Imper, ne? Da ist ja dann auch unsere nächste Mission, sag ich mal. So, Kakariko, Hallöchen. Hier geht die Framerate ein bisschen runter, merke ich. Bisschen komisch. Hey, es hat aufgehört zu regnen. Was? Was ist das denn? Hier können wir rein. Hallöchen! Kürbisse! Unschlagbar! Oh nein, Kürbisse! Kürbisse? Ich werde dich beschützen, Liebling. Vor Kürbissen. Ja, die sind natürlich, die sind sehr gefräßig, vor allem an Halloween, ne? Da bekommen die ja ihre Mäuler und die fressen gerne kleine Kinder an Halloween. Die Kürbisse sind wirklich sehr gefährlich. Die muss man natürlich, ja, die muss man zerstören. Das ist, ja. Ja, hallo? Ja, ja, ich lebe noch. Oh, ich dachte schon, du bist Navis. Ich habe beim Schlafen so eine flache Atmung, dass er manchmal Angst bekommt und mich aufweckt. Der macht sich zu viele Sorgen, typisch Mann. Ist doch süß, guck mal, der sorgt sich um dich. Und guckt immer nach dir, ob du noch atmest und so, das ist doch schön. Mensch, ist doch süß, guck mal. Das ist ja süß. Jaha! Tempel, Ometa, Gedöns, Kaka. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Tempel ist. Geh mir doch nicht auf den Zeiger. Wer bist denn du? Hallo? Hä? Was? Hui, du gefällst mir genau, mein Typ. Und dann trägst du auch noch einen Schickerstein am Gürtel. Moment mal. Ein Schickerstein? Das ist doch so ein tolles Ding, das nur ganz wichtige Leute haben. Ich verstehe zwar nicht viel von dem ganzen Zeug, aber du bist irgendwer ganz Wichtiges, oder? Na, Lust mit mir auszugehen? Darf ich dir in den nassen Schritt fallen? Was? Ja, okay. Nein, die ist... nein. Danke, ja. Ich habe einen sehr schicken Schickerstein in meiner Hose. Lassen wir das einfach. Was haben wir denn hier sonst noch? So, ist ein schönes Dörfchen, aber sehr dunkel. Könnte das auch ein bisschen heller hier sein? Das... Also wenn es jetzt richtig hell wäre mit Sonne und alles, das wäre so schön hier. Guck mal, hier sind lauter Arbeiterwerkzeuge. Eine Hacke, robustes landwirtschaftliches Werkzeug zum Umgraben von Feldern. Wenn man damit umzugehen weiß, leistet das auch als Waffe. Passible Dienstefliege! Fliegen, fliegen, immer fliegen, fliegen. Wir sollten etwas wegwerfen. Und zwar diesen Ast. Wieso habe ich diesen fucking Ast dabei? Wirf den mal bitte weg. Was soll denn der Scheiß? So, dann nehmen wir mal die Hacke. Ach du Kacke, ich habe eine Hacke. Und dann, nein, ich habe schon wieder die Steuerung vergessen. Ist das dein Ernst? Ha! Ja! So hackt man seine Felder. Ganz klar. Pack mal weg, die Scheiße. Okay, da ist sonst nichts. Dann gehen wir mal in das Häuschen hier rein. Was ist das? Nichts. Okay, dann... Hä? Gehen wir mal rein. Hallo, ist da wer zu Hause? Nein, okay, dann gehört das jetzt mir. Oh, da ist ein Frosch? Hallo. Huch. Wer hat die Tür zugemacht? Gruselig. Oh, ist schon schön hier. Darf ich hier wohnen? Hier ist doch sonst keiner. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Hä? Schreien in der Nähe. Ja! Dieses Spiel. Ach, guck mal, da unten sind Felder. Es erinnert mich ein bisschen an das Anfangsdorf von Okami. Ah, oh, es ist echt schön hier. Eine Schleichschnecke. Gut, dann, ja. Bei mir sind noch keine Fliegen, Motten auch nicht mehr. Super, endlich. Endlich hast du keine Motten mehr, Mängel. Was ist denn da los?
Wie das denn? Ja, ich habe aber dafür die ganze Zeit Fruchtfliegen, immer. Es ist so nervig. Hä? Was ist? Ja, ich hätte gerne deine langen, dicken Rüben. Sag mal, du kommst mir irgendwie so bekannt vor. Ich erinnere mich. Du siehst aus wie der Ritter, der sich vor langer Zeit der großen Verheerung in den Weg gestellt hat. Ja, genau, der bin ich. Mensch, jemand erkennt mich mal. Hättest gern ein Autogramm oder so. Wie bitte, du meinst, du wärst dieser Ritter? Ja, natürlich, die jungen Leute heutzutage machen wirklich alberne Scherze. Wenn du dieser Ritter wärst, dann müsstest du doch das heilige Bandschwert besitzen. Der große Ritter schmiedete ein Schwert aus einer Spurtkarotte. Er aß fast ausschließlich Spurtkarotten, um seinen Körper zu stellen. Und er trank mit Vorliebe Spurtkarottentee. Das hat mir zumindest mein Großvater einmal erzählt. Also hör auf mit den Witzen und iss fleißig Spurtkarotten, damit du so stark wie der große Ritter wirst, nicht wahr, mein Junge? Ja, danke. Wichtigstes Anbaugebiet dieser Karotte ist Kakariko. Als Kochzutat stärkt sie die Beinmuskulatur. Aha. Und verhilft so zu größerer Schnelligkeit. Alles schon super. Karotten kannst du jederzeit im Laden bei meiner besseren Hälfte kaufen. Wenn du so stark werden willst wie der große Ritter, dann komm abends zu mir. Oh, okay. Meine Spurtkarotten wachsen gut, wa? Ja. Hm, meinst du? Ja, schon. In der Tat, in der Tat. Meine Spurtkarotten baue ich für den Zutatenladen hier im Dorf an. Wenn du... Weiß ich Bescheid, danke. Ja, der glaubt mir natürlich nicht. Ich weiß, das war ja auch klar, ne? Aber wir sind ja große Ritter. Wir sind... Oder zumindest ein Nachfahrer davon. Irgendwie sowas. Beides eigentlich. So, Äpfel, hallo! Ich bin Apfel. Ah! Das hat ja funktioniert, was? Okay. Gut, danke. Hier ist nochmal so ein kleiner Bach. Teich. Entschuldigung. Was ist denn das mit dem Tempel hier? Was ist denn da für ein Scheiß? Wo ist denn hier der Tempel? Wer seid denn ihr? Die sind aber groß. Magen! Pflaumenbäume überdauern geduldig den Winter, um dann im Frühling des als allererstes zu blühen. Als Symbole von Beharrlichkeit und Fruchtbarkeit pflegen wir Shikazi, damit sie unser Dorf behüten. Hä? Ihr seid die Shika? Diese Pflaumenbäume hat Impa am Tag meiner Geburt gepflanzt, deshalb haben sie eine besondere Bedeutung für mich. Ich wache jeden Tag über sie, damit ihr nichts zustößt. Shika? Von euch stammt die ganze Shika-Technologie? Wollt ihr mich verarschen? Shika. Waren Shika nicht mal ausgestorben oder so? Ich weiß gar nicht. Ihr seid die Shika? Was? Ja. Impa war einer der letzten Überlebenden dieses Volkes, ganz genau. Das ist faszinierend. Impa taucht ja irgendwie öfters auf. Aber das Shika-Volk an sich haben wir noch nie kennengelernt, glaube ich. Die leben hier jetzt einfach. Das ergibt keinen Sinn. Hä? Wo ist Breath of the Wild zuzuordnen? Das ergibt so keinen Sinn. Auf jeden Fall nach Skyward Sword. Und auch nach Ocarina of Time eigentlich. Aber wenn du jetzt die Legende von Ocarina of Times nimmst, dann muss Breath of the Wild ja vor Ocarina of Time fast spielen. Hier wird ja auch erzählt von der ersten Verheerung Ganon und nicht von irgendeiner. Das sieht ja auch fast so aus, als würde es nach Skyward Sword spielen, einfach nur. Aber dann ergibt das mit den Crocs keinen Sinn. Das ist...
Merkwürdig. Außer die Grogs gab es vielleicht schon mal. Vielleicht gab es ja zuerst die Grogs. Dann kam Ocarina of Time, dann wurden sie zu, ne? Und dann kam irgendwann Wind Waker und dann gab es wieder die Grogs. Vielleicht ja das. Vielleicht spielt es einfach zwischen Ocarina of Time und Skyward Sword. Würde ja irgendwo auch komplett Hyrule erklären, weil hier komplett Hyrule ist. Hier sind ja auch Ortschaften und so weiter von allen Zelda-Spielen. Allen. Ich weiß es nicht. Ergibt aber eigentlich auch wieder keinen Sinn, weil Präludien und so ein Präludien war das, oder? Hey, kann mir dieser Ortsnamen nicht mehr ärgern, bin ich blöd oder was? Präludien war das Dorf, ne? In Wind Waker, oder? Ja, danke! Genau, das gibt's nämlich nur in Wind Waker! Ja, das ist halt der Witz an der Sache. Schwierig. Faszinierend spannend. Chica, so heißt eine von FNAF. Schon wieder? Wirklich? Was? Mensch! Hi, erstmal. Man sollte nicht zu viel Sinn suchen. Ich glaube auch langsam. Aber irgendwo muss es ja zuzuordnen sein eigentlich, oder? Ich meine, es ist auf jeden Fall interessant. Sehr interessant. Gucken wir uns einfach ein bisschen weiter um. Vielleicht erschließt sich das ja am Ende. Also im Moment irgendwie, ja, irgendwie vor Wind Waker, nach Wind Waker, es ist schwierig. Man sieht ja auch nur den Abschnitt, nicht die Welt. Das ist ja auch richtig. Man sieht ja nicht die kompletten Welten der anderen Welten, sondern immer nur so die Namen halt, ne? Eigentlich, die Namen. Irgendwo haben wir Präludien auch schon gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall halt auch schon Ortschaften aus Spirit Tracks und so. Und doch, Präludia-Fluss. Hier. Ist schon interessant. Zitadelle der Zeit natürlich. Ha. Ja, wer weiß. Wer weiß. Wenn wir aber gucken, hier ist ja sehr viel Wasser. Immer mal wieder kleinere Seen. Flüsse. Ein riesiger See. Pfützen. Seen. Kleine Seen. Bla, alles. Da ist eigentlich viel Wasser. Könnte trotzdem nach Wind Waker spielen. Also keine Ahnung. Bedenke, Breath of the Wild spielt Minimum 10.000 Jahre nach den anderen Teilen. Ja, es könnte auch ganz am Ende stehen, ne? Gab's ja auch schon Spekulationen, dass Breath of the Wild einfach komplett das Ende der ganzen Timeline darstellt. Kann auch sein. Ha. Schwierig, ne? Ein bisschen. Würde natürlich auch die Sache erklären, dass es nur Schnipsel der Welten sind. Nur so kleine Sachen, so ein bisschen Überreste von allen anderen. Schwierig. Na, machen wir einfach weiter. Wer bist du eigentlich? Verzeihung, reist du ebenfalls? Mein Herz schlägt für die Malerei, musst du wissen. Auf der Suche nach schönen Landschaften reise ich durch die Welt. Ich habe gehört, dass ich in diesem Dorf eine Quelle einer großen Fee befinden soll. Angeblich ist diese Quelle nicht nur eine Augenweide, sondern verleiht auch geheimnisvolle Kräfte. Mehr wollten die anderen mir aber nicht verraten. Weil ich so lange auf Reisen war, behandelten sie mich wie einen Fremden. Aber das schreckt mich nicht ab. Wenn ich etwas rausfinde, lasse ich es dich wissen. Danke! Candis. Kangis. Kenjis. Kang. Ja, hi. Oh damn, du bist noch am Anfang. Richtig. Das ist korrekt. Ich spiele Breath of the Wild zum ersten Mal. Tatsächlich. Ja. Deswegen, ich nehme an, du weißt viel mehr, also bitte nicht spoilern, was so Story-Sachen oder so angeht. Aha, was haben wir denn hier? Muss ich hier einen Apfel hinlegen? Das sieht ganz doch noch so aus, oder? Hier kann man den mal in die Hand, so. Und dann, ablegen. Hier rein. Tada! Ein Grog. Ah, das dachte ich mir schon. Ja,
Da wurdest du leider von meinem Mobot getimeoutet, weil Spoiler. Sorry. Gerade gesagt, ne? Bitte nicht spoilern. Ui, du hast mich entdeckt. Krocksamen, dankeschön. Tschüss. So süß. Ich mag die so, die Crocs. Die sind so cool. Ich will Wind Waker auf der Switch. Mann. Ah. Okay. Ja, und jetzt kann ich mir die einfach wieder nehmen. Ja, wer bist du? Das hier ist Impas Anwesen. Hm? Das ist doch der Schikerstein? Bist du etwa... Also,